Brotherhood. Deutsch. Laut. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Stasis oder Stasis oder Stasis. Ein Spiel, was mir freundlicherweise von Gamesplanet zur Verfügung gestellt wurde. Es ist ein Point-and-Click. Ein bisschen in der Horror-Gore-Richtung. Ich bin sehr gespannt. Wir machen das mal. Das ist okay. Machen das mal so. Helligkeit. Nein, das soll schon relativ hell bleiben. Okay, wir können den Sound nicht einzeln regeln. Das ist sehr schade. Stasis, es geht darum, was ich bisher gelesen habe. Wir wachen aus diesem Stasis-Schlaf auf einem Raumschiff. Und irgendwas ist passiert. Es gibt viele PDAs, viele Notizen, die wir lesen sollen können müssen, um die Geschichte zu erfahren. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ohne eine Familie ist ein Mann allein auf der Welt und zittert vor Kälte. André Moreux. The Brotherhood presents. Christopher Bischoff Game. Neptune. Ryan Cooper. Rebecca McCarthy. Ich lese jetzt nicht mehr alle Namen vor. Was ist das denn für ein Schwanz? Stasis. Mit einem lange laufenden I. Was hängt denn da? Sind das Kabel oder was? Das ist doch ein Raumschiff, oder? Warum hängen da so viele Kabel oder irgendwas raus? Da sind wir, gerade aus der Stasis erwacht. Das ist ein Point-and-Click im isometrischen Kamerastil. Willkommen to the Corporation Stasis Flow Suit. Please hold still while your biometric scans are completed. Arrhythmia. Multiple fractures along ribs 3, 5, 11, and 14. Extreme muscle atrophy.
Danger of heart failure. Danger of pneumothorax. Seek immediate medical attention. Medical data storage is damaged. Formatting quantum storage device. Plug suit quantum storage device is ready for physical record storage. Eine verschmierte Lache einer dunklen, klebrigen, geronnenen Substanz. So, und jetzt kann ich hier draufklicken. Rechtsklick, linksklick. Okay, wir kriegen direkt die Info. Wenn da das Auge ist, scheinbar kriegen wir direkt die Info, was das ist. Kryo-Terminal. Subjekt Maracek J. Chargenummer, bla bla bla. Kryostase unterbrochen. Okay, Dampf. Der feuchte Dampf, der aus dem Glasrohr emporsteigt, verbreitet einen ekelhaft süßen Geruch. Ein grauenhaftes Gesicht, die Haut fest über die Knochen gespannt, ist an die Wand dieses Glasbehälters gepresst. This isn't my ship. Das ist nicht unser Schiff. Oh Gott. Elevated neural activity can be detrimental to your current state of health. Please stay calm. Okay. Der gekrümmte Körper in diesem Glasbehälter ist in eine dickflüssige, bernsteinfarbene Flüssigkeit eingelegt, sodass man die Person nicht genau erkennen kann. Der Text ist leider ein bisschen sehr klein, aber da müssen wir durch. Da ist das Terminal. Dieses Terminal scheint offline zu sein. Dieses Terminal scheint offline zu sein. Der feuchte Dampf. Mal gucken, ob wir mit dem Terminal irgendwas tun können. Nein. In der Glasröhre hängt eine Leiche wie eine groteske Puppe. Verwickelt in den Rohren und Kabeln, die einst Leben erhalten haben, ist es nun nichts als eine leblose Hülle. Da ist der Text irgendwie überlappt. Das ist jetzt bitte Wartungsabteilung benachrichtigen, steht da, glaube ich. Das ist also kaputt hier. Bildschirme. Das einzig vernehmbare Geräusch im Raum ist das elektrostatische Rauschen der Monitore. Das flackernde Licht wird auf den Lederstuhl geworfen. Die Risse im Material sind trotz der Staubschicht nicht zu übersehen. Da ist eine verschlossene Tür. Die weiße Farbe ist seit einiger Zeit abgeblättert, sodass das darunterliegende rostige Metall frei liegt. Ein rotes Hologramm schwebt geräuschlos in der Luft neben der Tür und pulsiert, um anzuzeigen, dass die Tür abgeschlossen ist. Bedienungsstuhl, das abgetragene Leder des Stuhls ist rissig, aber die Altersspuren sind klar erkennbar. Können wir damit was tun? Irgendwie. My heart. Please seek immediate medical attention. Okay, aber wo? Ah, jetzt ist es offen. Ah, okay. Dann hoffen wir mal, dass wir hier Medical Attention finden. Ich habe auch, was ich bisher weiß, man kann hier auch sterben. In der Tat. Increased heart rate detected. Automated medical care systems are non-functional. Please seek medical attention. Kommen wir da jetzt wieder zurück, oder was? Ah ja, okay. Gut, ich wollte nur wissen, ob das der Rückweg ist, oder... Ah, wir heißen John. Okay, gut zu wissen. Alarmleuchte. Die Lichter pulsieren warnend auf. Drehender Ventilator. Die Schatten eines sich langsam drehenden Ventilators bewegen sich träge über dem Gitterboden. Der Ventilator dreht sich langsam und zirkuliert Luft in den feuchten Flur. Kann ich ja nichts mit tun. Ich höre doch Stimmen. Was war da gerade? Achso, John. Okay. Drehender Ventilator. Da hinten können wir hingehen. Ich dachte, die wären näher über dem Boden. Das täuscht sehr, diese isometrische Perspektive. Mit wie hoch ist was? Oh. Product Storage. Das war also der Lagerraum.
Stuhl. Die Stühle sind leer. Das Leder ist durch die Abnutzung an den Nähten und runden Kanten aufgeplatzt. Die zerfressene Polsterung dringt aus den Rissen im Stoff hervor. Terminal. Das Terminal ist inaktiv. Die Anzeige ist leer. Noch ein Stuhl. Blutfleck. Getrocknete Blutspuren führen von der Arbeitsfläche herunter. Und hier auch. Auf dem Boden sind breite getrocknete Blutflecken, als ob jemand weggeschleift wurde oder davongekrochen ist. Man kann nicht erkennen, ob die Spuren zur Krankenstation hin oder von ihr wegführen. Da ist noch irgendwas abgeschlossen. Kann ich hier mit dem Terminal was machen? Uah, da hab ich mich schon erschreckt, weil da so ein Fass rausgerollt kam, ey. Alter. Wahrscheinlich muss ich dann da lang, aber ich möchte mich hier nochmal ein bisschen umschauen, ob wir irgendwas tun können. Holographischer Beamer. Die Worte Holotron Beamer sind auf dieser Maschine ins Metall eingeprägt, aber der Bildschirm ist zerschlagen und sieht nicht reparierbar aus. Check-in-Terminal für Produkte. Auf dem blinkenden Bildschirm steht die Nachricht Check-in-System für Produktlager. Produktlager-Checkliste. Da haben wir die verschiedenen Subjekte. Stasisbehälter aufgenommen. Bergbautransport auf Umlaufbahn um Titan. Teil einer langfristigen Terraforming-Operation. Ein von 7 Stasisbehältern. Reserviert für Projekt Kitchen Knife. Also es wird viel gelesen hier. Was war das? Da schreit jemand um Hilfe. Männlich, Alter 19. Entkommener Behälter aus einem abgestürzten Transport zwischen Erde und Mars. Einer von 4 Stasisbehältern. Und das sind wir, glaube ich. Männlich, Alter 38. Persönliches Transportschiff abgefangen auf dem Weg zur Titanstation Espensa. Einer von 3 Stasisbehältern. Und zurückkehrender Luxusgütertransport. Keine Überlebenden. Benachrichtigung, Hinweis. Wir freuen uns zusätzlich zu Dr. Essex Sarah Salvatore, die neue Krankenschwester für das Produktlager willkommen zu heißen. Es war für uns alle ein trauriger Tag, als Schwester Daniels uns verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden. Hinweis, da unsere Kloneinrichtung als zu kostspielig eingestuft wurde, freuen wir uns darüber, dass unser Produktlager zu einer Ebene 6 Einrichtung hochgestuft worden ist. Wir sind jetzt der wichtigste Lieferant für menschliche Präparate in der gesamten Einrichtung. Nach dem unglücklichen Zwischenfall in Produktlager 2 wird es regelmäßig Upgrades und Wartungen geben, beginnend mit einem neuen Sperrmodus und Sicherheitssystem. Wir bedanken uns für Ihre harte Arbeit und Ihren Einsatz. Hinweis. Vor 2 Wochen kam es in Produktlager 2 und 3 fälschlicherweise zu einer Sicherheitsabsperrung. Die Kane Corporation hat den Betrieb auf beiden Stockwerken eingestellt, bis eine Reinigungscrew die Situation beurteilen kann. Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass es aufgrund der Notfallbelüftungsprozesse zu 17 Todesfällen bei der Crew und einem Verfall von 12 ungeöffneten Produkten gekommen ist. What the fuck? Infirmary. Handeln hier mit Menschen oder was? Und das, was waren das denn eben für Schreie? Wo geht er hin? Eine komische Wegfindung. Wow. Warte mal. Können wir da mit dem anderen Dings auch noch was tun? Hiermit? Ne, Bildschirme. Rauschende Monitore sind entlang der Wand aufgereiht. Alle Bildschirme gegen das gleiche trübe, verzerrte Bild wieder. Okay. Was haben wir hier? Kinderbett. Ein Knäuel zerschlissener Bettlaken schimmelt in dem Kinderbett vor sich hin. Die Stangen sind mit dicken, dunklen Schmierflecken überzogen, aber ansonsten ist es leer. Ein kahles Krankenhausbett steht in der Ecke. Die Seitenstangen sind nach außen gebogen und Kopf und Fußteil sind zerbrochen und sehen aus, als ob dies durch eine große Wucht geschehen ist. Trennwände? Mehrere Krankenzimmertrennwände. Derer sich eilig entledigt wurde. What the actual fuck? Was geht denn hier ab? What? Sicherungskasten. Dies scheint ein Verteilerkasten für das Stromnetz der Krankenstation zu sein. Er verfügt über mehrere Sicherungen, um Systeme in der Krankenstation mit Strom zu versorgen. Aha. Huch.
Irgendwas habe ich angemacht. Strom, lebenserhaltende Maßnahmen, Dockmate Scanner. Ah, es gehen nur zwei, oder was? Robotics are inactive. Beatmungsgerät. Das Beatmungsgerät steht still und nicht mehr in der Lage, Leben zu erhalten. Ein zurückgelassener Rollschuh mit bröckelnden Lederarmlehnen. Aus dem dunklen Bereich zwischen Bett und Wand scheinen sich in unheimliche Form abzuheben. Ja, so ungefähr. Die geglätteten Laken riechen leicht nach Desinfektionsmittel. Die Laken sind von mehreren dunklen Flecken überzogen. Aus dem Eimer mit der Aufschrift biologischer Abfall dringt ein penetranter Verwesungsgeruch hervor. Der Eimer für chirurgischen Abfall scheint sauber und leer zu sein. Auf dem sich ablösenden Etikett auf der Seite des leeren Abfalleimers steht ausschließlich überschüssige Chirurgieausrüstung. Der Abfalleimer ist leer. Dockmate-Scanner. Die Ausrüstung erstellt eine medizinische Diagnose eines Prüflings durch einen nicht-invasiven Scan-Prozess. Medikamente werden durch ein Nanitenlösungsarzneimittelmix intravenös verabreicht. Den haben wir doch jetzt angemacht, oder nicht? Können wir da jetzt reingehen? Nee, der Chirurg ist an. Roboter-Chirurgenarm, der ist an. Warte mal, kann ich denn... Ich kann nicht schneller gehen. Kann ich denn den Dockmate irgendwie anschalten? Wenn ich den jetzt wieder ausmache, was gar nicht geht. Dockmate ist dann der? Nee, das war das. Okay, das wollte ich nicht. Dann das? Genau, das wollte ich. Wunderbar, dann können wir uns doch mal scannen lassen. Oder nicht? Um zu sehen, was mit uns falsch ist. Dockmate Scanner active. Multiple injuries detected. Emergency medical kit created. Nanite solution, anticoagulant, and morphine combination suggested. Thank you for using Dockmate systems. Have a nice day. Okay. Habe ich irgendwie ein Inventar oder so? I, Enter, Leertaste? Nee. Roboter-Chirurg-Arm. Der Arm für den automatischen Roboter-Chirurg ist eingezogen. Terminal, dieses Zugriffsterminal ist inaktiv. Der Bildschirm ist schwarz. Soll ich den jetzt mal unter... ich kann gar nichts mehr unter Strom setzen. Okay. Dockmate-Scanner-Terminal. Die Computer-Terminals sind von einem klebrigen Schleier aus Spinnennetzen und von Staub überzogen, was darauf hindeutet, dass sie seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden sind. Ach, Schublade für Notfallmedizin-Kit. Das liegt auf einem leuchtenden Tablett und ist automatisch mit der nötigen Medikamentendosierung gefüllt. Dann nehmen wir das doch mit. Das ist mein Inventar. Oder auch nicht? Doch. Was haben wir denn da? Dockmate-Systemsmischung und leere Injektionsspritze. Soll ich das jetzt hier... Volle Injektionsspritze. Soll ich mir das jetzt direkt verabreichen? Deep breath. But Dad, Sandy said that if you have bad dreams and you can't wake up that, you'll be stuck in them forever. Well, I'll have a good talk to Sandy's parents. But is it true? Becca, don't worry, you won't have any dreams for the entire trip. But if you do, just squeeze Teddy, and I promise they'll go away. Now legs up, lay down. Da waren auch Kinder? There you go. Sweet dreams, my girl. No, wait, sing it. Sing the song. John? Looks like we have a song to sing.
Go to sleep, my baby girl, in your warm bed. Soon you will rise again, so drift away, sleepy head. Dream of us and you will see, monsters can't harm you or me. Close your eyes again and worry no more. Stars and the moons, they will pass us by soon. A new day will surely be upon you and me. So go to sleep, my baby girl, in your warm bed. Soon you will rise again, so drift away, sleepy head. No. You know, you could have just told her that we're gonna have so many drugs in our system that we'll barely remember our own names. Yeah. Somehow squeezing Teddy seemed a little more comforting than you'll be in a drug-induced coma. We are almost done here. Do I get a Teddy? You get a hug. Ah. Wir sind also mit unserer Familie in den Stasis-Schlaf gegangen. Oh Gott, jetzt liegen Rebecca. Wir da. Rebecca. My wife. My child. I need to find someone. I need to get out of here. Das stimmt in der Tat und das werden wir angehen. Vital medical functions have been restored to benchmark levels. Okay, das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Wir sind also mit unserem Kind und unserer Frau. Wollten wir irgendwo hin? Jetzt habe ich das aus dem Frachtraum schon wieder vergessen. Scheiße. Wir waren auf irgendeiner Reise und irgendwas ist da passiert. Und jetzt sind wir auf diesem Schiff gelandet und sind hier irgendwie aus dem Stasis erwacht. Aber wo ist unsere Frau? Wo ist unser Kind? Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Stasis wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.